Hello there. Welche ist eigentlich eure Lieblingswaffe in dem neuen COD, beziehungsweise Lieblingsklasse? Das sind jetzt gerade meine, die ich habe. Die AUG, die EBO, die Pumpeletti, die M4 und, ja, noch eine nicht ausgewählte. Wie man hier oben am Level sieht, habe ich insgesamt noch nicht so viel gespielt, weil die letzte Woche sehr durchgepeitscht war. Aber jetzt kann ich mich endlich dem Spiel widmen. Natürlich möchte ich euch ja auch meine Lieblingsklassen zeigen und eben Lieblingswaffen. Und heute fangen wir einfach mit der AUGI-BAUGI an. Bis jetzt für mich die Waffe, mit der ich am ehesten kann. Waffenschmiedmäßig habe ich da eine Schalli drauf, verlängerter Lauf, Visier gar keins, aber da mache ich mir jetzt noch mit euch zusammen eins drauf. Aber nicht so ein, nee, sowas nicht. Hier sowas Schönes. Sowas Schlichtes. Hier so ein Korpskrampf. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache den Schalli, glaube ich, ab. So. Und mache dann dafür entweder noch einen Schaft, Munition oder Griff. Alter, machen wir FTAC Ultra Leicht, Schniedel. Zack. Dann schauen wir mal, was die Auge jetzt so kann. Auki Bauki, let's go. Ah, das ist dieses Haus. Oh, nee. Und wir müssen rein. Das ist so bitter, wenn die Feinde drin chillen, ne? Da rennen zwei. Aha. Da kommt noch einer. Hallo? Wer ist denn versteckelt, der Sack? No! Boah! Da kommt direkt der nächste und... Oh ja, Leute. Oh. Die ist ja richtig präzise. Warte mal, Dröhnchen kommt. Achtung, Männer. Drohne ist raus. Da unten kommt gleich einer. Da. Und weg ist er. Oh, meine Drohne ist schon weg. Jungs, ich bin doch eben erst los. Halt, da läuft einer. Okay, das war fies. Ich war hinter ihm. Wobei das bei COD ja gar nicht so selten ist, dass jemand hinter dir spawnt. Also von daher. Wo sind sie denn jetzt? Jetzt ist halt die Frage, wo ich das Geschütz hinstelle, ne? Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der... Wo ist der Feind? Hier, ne? Der hat ein persönliches... Ja. Oh, lurch! Ja, wo ich das Geschütz hinstelle. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Geschütz spiele als Abschussserie. Und ich kenne die Map viel zu wenig, um zu wissen, wo das Ding hier passend wäre. Mal gucken, wo der Feind jetzt hin ist. Da unten ist einer. So, Geschützi, dann mach mal was. Leg mal los. Ich lass mal da unten in der Tür stehen. Wohoho! Boah, also ey, das Hipfire-Ding ist echt krass. Da ist direkt der Nächste. Ey. Wow, unter mir ist auch... Ey, Hipfire-mäßig bollert's. Bollert gut. Hab dich gesehen, du Lurch. Oh! Guck ihn dir an. Ich muss sagen, die AUG, die zwiebelt jetzt noch mal ein bisschen mehr rein. Warte mal. Achtung. Whippa! Ah! No. Oh, Kopfschuss. Wie habe ich den getroffen? Flash geht raus. Nate geht raus. Oh, shit. Oh, die ist drüber gemacht. Das ist... knapp. Nein, stopp. Oh, no. Okay, pass auf. Idee. Erstmal Grenat. Danach Flash und Bashel. Und hoch. Hallo. Ha, oh. Alter, ich denke, ich bin kurz überlegen. Guck mal. Dann ist der andere neben mir. Ich dachte, ich gehe wie so ein Geheimagent da rein. Keiner weiß, wer ich bin. Und dann sowas. Oh, shit, schon wieder. Da bin ich dumm. Wow. Oh. Hallo. Okay, da ist der nächste umgefallen. Die belagern mich gerade voll und ich komme hier nicht weg. Jungs, Achtung, Flüschel. Oh, Level 19. Neuser, Deuser. Jetzt habe ich einmal die Drohne und es ist keine Wutz da. Oh, Herrschaftszeit noch einmal. Oh, Drohnentreibstoff aufgebraucht. Na, klasse. Ja. Da wird wirklich reingezogen mit dem Ding. Wo sind denn jetzt wieder alle? Ich laufe hier hin und her, keine Wutz ist da. Gott, was machst du mit mir? Warum? Komm, jetzt haben wir auch gleich den Sieg. Noch ein bisschen angestrengt. Oh, super angestrengt. Klasse, habe ich gut gemacht. Nein. Oh, jawohl, weggenadet durch die Wand. Stabile Geschichte. Hier ist einer close. Oh, das ist der Mate. Hier ist einer close. Ah, das ist der Mate. Tot. Guck mich an. Auf, Männer, noch 7 Punkte. Ran jetzt. So, die AUG ist es. Die Feuergeschwindigkeit und die Genauigkeit der AUG ist eine nette Sache. Also damit kann man wirklich schön reinmetzeln. Immerhin auch eine KD über 1. Das geht ja. Jetzt haben wir nochmal ein Visier und einen Griff. Schäh. Komm, eine Runde geht noch. Let's go. Come on, boys. Let us do this. Oh. Alter, wir müssen Granate. Seid ihr verrückt? Oh. Ey, der hat doch jetzt nicht auf mich gewartet. Okay, er hat die Flash gesehen. Achso, ein paar haben noch gefragt, ob das Spiel jetzt eigentlich komplett unspielbar oder halt saublöd wäre wegen den ganzen Campern. Beziehungsweise, ich will ja nicht zwingend Camper sagen im Sinne von wirklichem Camper, die hocken nur an einer Stelle. Es ist halt viel taktisches Gewarte. Ich würde wirklich sagen, auch taktisches Gewarte, das, was er gemacht hat, war ja jetzt auch nicht mega drastisch. Nur ist man das vielleicht von COD nicht so richtig krass gewohnt, ja, dass die Leute halt so taktisch vor sich hinspielen. Ich habe dich gesehen. Ja, Feind hat da im Hintern.
So. Man ist es von COD halt eher gewohnt, dass die Leute wirklich wild durch die Map rennen. Zumindest wenn man es vor langen Jahren gespielt hat. Und hier wird schon deutlich mehr gechillt, an Kanten gestanden, an Ecken gestanden. Natürlich gehen einige halt schon auf eine harte Camper-Streak. Also im Sinne von, dass sie halt in einem sehr kleinen Bereich sich umschauen, um dann dadurch auf ihre Streaks zu kommen. Weil, ja, wenn man halt blind reinrennt, ist es natürlich auch schwierig, sich eine Streak aufzubauen. Und das, gut, er hat das gecampt, hat es trotzdem nicht gebacken bekommen. Naja, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Beim harten Rumrennen ist das ja reines Glück, dass dir nicht einer in den Rücken ballert auf einmal. Wenn man so ein bisschen taktisch rumsteht, kann man seine Chancen natürlich verbessern, auf eine dicke Streak zu kommen. Au, 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 ich bin voll, Hilfe. Ich bin in die Granate reingedumpt. Nein, guck's dir an. Es gibt natürlich auch verschiedenste Klassen, mit denen man halt auf der einen Seite etwas langsamer spielen sollte und auf der anderen Seite, sich natürlich bewegen muss. Wichtig, beziehungsweise ja, das A und O ist, dass man halt so peu à peu die Maps kennenlernt. Denn ohne Map-Kenntnis wisst ihr halt auch nicht, wann ihr langsam machen müsst und wann nicht. Wo ist der? So, du Sack. Und mit langsam meine ich natürlich einfach, dass man gewisse Ecken auch mal sich anschauen sollte. Ob da nicht sogar einer drin hockt. Was halt bei COD natürlich sehr oft passieren kann, dass du irgendwo hinläufst und zack, klickt ein Feind einfach direkt vor dir, ne? Sowas kann passieren. Hier zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier... Alter, er chillt da... Oh, hallo Feind! Ach, er hat mich nicht gesehen. Oh, ein persönliches Radar, der ist direkt unter... Oh, das war ein knappes Ding. Ja, Drohne ist da. Drohne Vanilli. Okay, gut. Ja, läuft. Wir haben einen Willi am Start, nice. Einer ist immer noch ziemlich krass unter mir. Jetzt geht gleich mein Drohnentreibstoff wieder aus, ne? Du Kotzen. Ist hier irgendwo noch jemand? Ah, hahaha. Oh, Leute, gleich ist der Winch schon wieder drin. Ich brauche noch ein paar Kills. Au. Ja, Königstwitter mit der Nate. Was habe ich denn die What the fuck? Au, du gehst ab wie die Wutz. 1,75 wieder. Es geht. Ich kann mich nicht beklagen. Was haben wir denn da? Also, wir haben jetzt gerade Vollmantelgeschoss, erhöht die Durchschlagskraft und den Schaden bei Ausrüstung und Abschussserien. Es gibt immer noch schlagkräftig, Nahkämpfe. Lähmen, Feinde stärker, ist mir völlig egal. Aufklärung, Sie sehen feindliche Namensschilder aus größerer Distanz. Okay. Kugeln sorgen für eine kurzzeitige Verzögerung der Heilung von Feinden. Vollmantelgeschoss ist es. Nochmal für alle, die sagen oder fragen, hey, lohnt sich COD jetzt, soll ich mir es kaufen? Halt, warte, ich bin schon noch in der Suche, what the fuck? Stopp, ja, danke schön. Also, ob sich COD lohnt, ja. Es ist endlich wieder ein gescheites COD, das richtig, richtig Bock macht. Holt's euch. Ja, wir spielen auch zusammen in den Livestreams und so weiter. Holt's euch. Ich kann es echt empfehlen. Es ist einfach mal wieder ein schönes COD. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Danke für die Kommentare und die Likes. Und wir sehen uns dann im morgigen Video. Und gleich im Livestream. Ciao, ciao.